Ein Angreifer sucht sich keine Herausforderung. Angreifer suchen sich immer Opfer. Parallel zu Selbstverteidigung an sich, dass man sich selber verteidigen kann, trainiert man hier eine Menge von verschiedenen Eigenschaften, die auch für den ganz normalen Alltag sehr wichtig sind. Man merkt einfach, was in sich selber passiert, viel früher, ob das verschiedene Launen sind, ob das verschiedene Gefühle sind. Und deshalb kann man auch richtiger und rechtzeitiger in verschiedenen Situationen reagieren. Man lernt verschiedene komplizierte Situationen zu meistern und dadurch mit der Zeit wächst es an Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Wenn jemand selbstbewusst durch das Leben läuft, die Gefahr, von jemandem angegriffen zu werden, angemotzt zu werden, tendiert gegen Null. Es kann immer noch natürlich was passieren, da gibt es immer Ausnahmen. Aber ein Angreifer sucht sich keine Herausforderungen. Angreifer suchen sich immer Opfer. Wenn jemand eine Opferhaltung hat, Schulter so im Kopf, genau das wird auch hier trainiert, dass man aus dieser Opferrolle rauskommt, dass man sich ein bisschen anders vor den anderen Menschen präsentiert. Darum geht es ja auch. Dann braucht man auch die Selbstverteidigung nie anzuwenden, obwohl das sehr schön ist, dass man hier trainiert. Dieses Festhalten an sich bedroht meinem Leben nicht wirklich. Natürlich, das ist rechtlich verboten, klar, das ist unangenehm, klar, meine Freiheit wird eingeschränkt, aber ob ich deshalb, wenn mich einer festhält, jemandem in den Kehlkopf voll reinschlage oder mit dem Messer ersteche, das ist der Situation nicht entsprechend. Die ganz gefährlichen Sachen, die verletzen können, gehören erst dann zur Anwendung, wenn mein Leben in Gefahr schwebt, wenn ich unter anderem mit einem Messer angegriffen werde, wenn eine Frau einen Vergewaltigungsversuch erlebt, also tatsächlich, wenn eigenes Leben in Gefahr schwebt, dann wäre es angemessen, bestimmte Techniken benutzen, die für einen Gegner ziemlich gefährlich ausgehen können. Selbstverteidigung sollen nicht nur Mädchen oder Frauen trainieren, sondern auch Jungs. Nicht nur Mädchen werden belästigt von irgendjemandem, sondern auch Jungs. Und in der Schule geht es ziemlich stark um das Thema Mobbing, um das Thema sich durchsetzen. Und sehr oft ein bisschen ruhigere Jungs, die so ein bisschen sich selber nicht sicher sind, die kriegen oft massive Probleme und diese Probleme können auch bis zum Erwachsenenalter mitgeschleppt werden. Daraus entstehen dann noch größere Probleme, die später bei Beziehungen, bei einer Arbeit einem großen Ausmaß auf die Lebensqualität einnehmen. Es gibt einen Unterschied zwischen Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigung. Also im Kampfsport geht es darum, besser zu sein als der Gegner. In Kampfkunst geht es um sehr viele Aspekte, unter anderem Philosophie, Selbstbeherrschung. Kampfkunst zu lernen dauert ganzes Leben. Und in Selbstverteidigung geht es darum, sich selber zu verteidigen. Selbstverteidigung kann man immer lernen, egal in welchem Alter, ob man ein kleines Kind ist mit 5 Jahren oder ein älterer Mensch mit 70 Jahren. Das macht immer Sinn, vor allem, weil in Selbstverteidigung lernt man nicht nur sich selber zu verteidigen, sondern man lernt auch Koordination, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Geduld. Mein ältester Schüler ist gerade 83 Jahre alt. Der hat sehr viel gelernt. Also, wie ihr seht, man kann auch in dem Alter sehr gut lernen. Und vor allem, wenn man koordinative Übungen in dem Alter macht, dann ist das ganz, ganz gut für eigenen Kopf. Man kann jemanden verletzen, wenn man sich verteidigen muss. Ja, da geht es schon um einen Kampf. Und in einem Kampf verletzt man einander. Derjenige, der am wenigsten verletzt ist, dann hat er besser die Selbstverteidigung gemeistert als der andere. Das ist eine ernste Sache. Ein Kampf ist keine schöne Sache. Ein Kampf, richtiger Kampf, ernster Kampf, sieht schrecklich aus, sieht brutal aus und sehr aggressiv. Wenn ich aufmerksam durch das Leben laufe, bin ich imstande, auch die gefährliche Situation schon im Vorfeld zu erkennen, noch bevor die eigentliche Gefahr auf mich zukommt. Es gibt auch ziemlich viel Theorie dafür und nichtsdestotrotz, auch das muss geübt werden. Verschiedene Situationen, die in einem Supermarkt entstehen können, die in einer U-Bahn entstehen können, so Streitigkeiten und so weiter und so fort. Es gibt so einen Spruch, ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf und das ist das, was wir unseren Schülern zu den Herzen legen wollen und beibringen wollen, nicht gerne in die Konflikte reinzugehen, sondern dann in einen Konflikt reinzugehen, wenn es tatsächlich nur sein muss, wenn es keinen anderen Ausweg gibt. Erst dann sich tatsächlich auch nicht nur verbal, sondern auch praktisch verteidigen können. Sehr oft muss ich mir anhören, ich
überwältigt worden, ich bin ausgeraubt worden, ich bin angegriffen worden. Jetzt bin ich hier, um zu lernen, wie ich mich beim nächsten Mal verteidigen kann. Ich kann es nur sagen, es ist eine gute Entscheidung natürlich, dass ihr nach dem, was passiert ist, zu einem Selbstverteidigungskurs geht. Noch besser wäre es, wenn man anfängt, sowas zu lernen, quasi bevor es etwas Negatives passiert. Wenn man in einem Alter von 6 bis 7 Jahren, 13, 15, 20, 30, 40 Jahre anfängt, dann kann man nichts verkehrt machen. Seid stark.